بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Und zwar geht es weiter mit den Buchstaben. Wir wiederholen kurz wie immer, und Wiederholung kann ich euch nur sagen, ist das Wichtigste. Ja? Wichtiger als Neues zu lernen ist, das Alte zu wiederholen. Das gilt für alle Sachen. Ja? Und deswegen wiederholen wir auch immer. Also, wer sagt mir die Buchstaben auf? Bitte schön. Sie. Bitte von Anfang an. Elif. Ba. Ta. Fa. Jim. Ha. Kha. Dal. Dal. Ra. Zay. Sin. Shin. Sad. Bad. Sehr schön. So, dann machen wir mal ein Wort aus, beziehungsweise bevor wir ein Wort machen, nochmal die Verbindungen. Ich mache diese Gruppen immer zusammen, die identisch geschrieben werden. Ja, könnt ihr auch immer wieder üben. Also, ba, ta, fa in einem Wort. Machen wir mal eine Vokalisation. Wer liest mal? Ja? Sehr schön. Dann machen wir mal Jim, Ha, Ha in einem Wort. Oder andersrum, einfach mal so. So, wer liest das? Ja? Hi, Ju, Ha. Nee. Hi, Ju, Ha. Ha, genau. Juha kennt ihr? Hoca Nasruddin, glaube ich, auf Türkisch gesagt. Nasruddin Hoca. Also, dann haben wir Dal, Dal, Ra und Zay werden ja identisch geschrieben, Barklofi. Und ich verwende jetzt noch ein paar Buchstaben dazu, damit man sieht, wie das geschrieben wird. Wir fangen an mit Dal, dann machen wir mal ein Ba und ein Dal und dann ein Jim und ein Ra und dann machen wir mal ein Sin und ein Zay. Das ist mal ein Wort. Also das soll ein Bär sein, das soll ein Jim sein. So, das Wort gibt es zum Glück nicht, aber wer kann es mal lesen? Bitte schön. Lauter bitte. Nicht vorsagen. Ach so, Entschuldigung. So, ne? Nein, letzte. Ah, okay. Genau. Macht man das Licht hier an, weil es ist schon ein bisschen dunkel geworden. Oder die Lichter in der Moschee vielleicht anmachen. Mach mal an. Kannst du die Lichter in der Moschee anmachen? Das sieht ein bisschen alle. Nee, andersrum. Okay. Gut. Ja, also wer liest vor? Ja? Da. Ach, entschuldige, du warst ja dran, ne? Entschuldige. Also nochmal. Bitte? Das Ding da? Das da? Nein, Chi, Cha ist das. Wie, genau. Ja. Nein. Bad ist das ja. Verdammt. Sehr. Nochmal, wer liest das? Ja.
Genau, also nochmal. Da, bu, vi, ja, ru, si, za. Ja? Und noch einmal, übt das bitte. Würfelt einfach Buchstaben zusammen und würfelt dann irgendwelche Vokalisationen und sagt es dann auf, ja? Damit ihr das übt. Täglich 2-3 Wörter, dann wird das immer besser. Ja? Und am besten nimmt es auf und dann hört es ab und korrigiert. Ja? Oder wenn ihr jemanden habt, dem ihr es schicken könnt, der das dann korrigiert. So, das war Dal, Dal, Ra, Sei. Was war jetzt das Besondere an diesen Buchstaben? Ja? Wenn die kommen, dann wird danach nichts zusammengeschrieben, sondern ein Abstand. Genau. Also nach diesen Buchstaben muss freigelassen werden. Hier ist frei. Danach hier ist frei, nach dem Ra ist frei, nach dem Sei ist ja kein Buchstabe, ist am Ende. Aber selbst wenn ein weiterer Buchstabe kommen würde, würden wir dann so schreiben. Zum Beispiel ein Ba, dann schreiben wir diesen Buchstaben so, wie er alleine steht. Diese Buchstaben sind so, wie sie alleine stehen, ja? Weder am Anfang, noch in der Mitte, noch am Ende. Alleine. Und wenn ich so einen Buchstabe habe, nachdem ich freilasse, und dann kommt ein Buchstabe als Einzelner am Ende, dann schreibe ich ihn so, wie er alleine steht. Ist das klar? Vorher wird verbunden, deswegen Ba und Dal ist verbunden. Also vorher verbinden, nachher trennen. Ja, dann haben wir Sin und Shin. Machen wir mal so. Wer liest? Kannst du es lesen? Genau. Si, Shu, Sa. Und dann haben wir Sad und Bad. Machen wir mal so. Ja? Wie? Nochmal? Dui, genau. Nicht wie, dui. Mhm. Dui, sa. So. Dui, so. Du. Du. Also das ist ein, in der Rhetorik, in der arabischen Sprache, da gibt es ein Fasaha. Fasaha, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Bitte? Nee, nee. Fasaha ist eben, dass es kein Zungenbrecher sein darf. Ein Wort ist fasih. Was ist fasih auf Deutsch? Leicht. Es darf nicht ein Zungenbrecher werden. Ja, also es darf nicht zu schwer sein. Also sowas, das ist, wenn man das benutzt, dann zeigt das, ja, das ist nicht fasih. Schaut selbst nach, was es heißt. Also es ist zu schwierig. Ja. So. Kommen wir zu den nächsten Buchstaben. Hast du was gefunden? Zungenfertig. Bitte was? Hier steht Zungenfertig oder... Zungenfertig. Oder Redegewandt. Redegewandt. Ja, Redegewandt. Ein Wort ist Redegewandt. Ein Mensch ist Redegewandt, oder? Oder Beredsam. Hochsprachig. Hochsprachig. Ja, Fasih ist hochsprachig. Genau, genau. Fusha. Hochsprachig. Nicht nur Fusha, sondern... So, machen wir weiter. Nach Sad und Bad kommt was? Ta und Ba. Das Gute an Ta und Ba, das ist ähnlich wie Sad und Bad, vom Kopf her, hat aber kein Halbkreis. Ja? Okay, was hat das? Ein Strich. Also wir machen unser Kopf wie bei Sad und Bad. Wir fangen also auf der Zeile an, wenn wir unsere Zeile wieder schreiben. Wir haben unsere Zeile. Das heißt, wir fangen Bismillah. So, wir fangen auf der Zeile an, gehen hoch, rechts,
in die Ecke hoch, machen einen Halbkreis, haben wir gesagt, gehen zurück und jetzt geht es einfach auf der Linie weiter. Anstatt dass ich einen Halbkreis mache, geht es auf der Linie weiter. Und hier am Ausgangspunkt mache ich einen Strich wie beim Elif. Und das ist Ta. Ich schreibe es TT, damit man merkt, das ist kein Ta, sondern Ta. Okay, also hier draufbleiben. Ta und nicht Ta. Sag mal. Nee, du. Sehr schön. Ta. Das gleiche ist mit dem nächsten Buchstaben. Wir fangen wieder auf der Linie an. Rechts hoch, Halbkreis, links runter, weiter auf der Linie und Strich, wie beim Elif. Also jetzt nicht so kurvig. Ja. Und dann hier ein Punkt drauf. Und das ist? Wa. Also nicht der, wie der hier, sondern stark, ja, mit mehr Volumen. Wa. Wa. Da schreiben wir mal T. Ah, ah, ich habe jetzt kein besseres, ja, anstatt wer, wo, ja, also stark. Also nicht mit er, nicht so, wer, sondern wo. Ja, das sind die nächsten zwei Buchstaben und jetzt schauen wir uns an, wie wir sie schreiben am Anfang, in der Mitte und am Ende eines Wortes. Wichtig ist, diese drei Buchstaben zu unterscheiden. So, wer sagt man? Ja? Sehr schön. Nochmal. Sehr schön. Nochmal. Also das ist ein Well. Wer, wo, wie. Und das ist ein Bord. Bo, bu, bi. Und das ist ein Wa. Wa, wo, wie. Besonders diese beiden sind ähnlich. Ja, deswegen gibt es einige, auch viele Araber, die unterscheiden das nicht. Problematisch dann, wenn sie Surat al-Fatiha lesen. Da gibt es viele, die sagen, wala wa, wala walin. Und das ist nicht richtig, sondern das heißt wala ba, wala balin. Was ist der Unterschied? Der Unterschied bei ba kommt die Zunge nicht raus. Wala ba, ba, ba. Bei wa kommt die Zunge raus. Wala da ist die Zunge. Wala wa. Ja? Das ist der Unterschied. Das heißt, wenn ich Fatiha lese, dann sage ich wala wa und die Zunge bleibt hinter den Zähnen. Also wenn das die Zunge ist, bei wala wa lin, wala, da merke ich, die Zunge drückt innen an den Zähnen. Wenn ich sage wala, dann ist die Zunge zwischen den Zähnen. Wala, ja? Und das ist nicht richtig in Surat al-Fatiha, sondern wala Balin. Ja? Also, und wer ist eben die sanfte Form von wa. Auch wieder zwischen den Zähnen die Zunge. Wer. Wer. Wa. Wer. Wa. Sag mal, Kali. Wer. Wa. Also diese beiden. Wer. Wa. Genau. Und das hier, wie gesagt, da ist die, das sind die Zähne hinter, nee, die Zähne der Zunge wäre zusammengeschlagen, sondern die Zunge hinter den Zähnen. Boah, boah, okay? Sehr schön. Kommen wir jetzt zur Schreibweise. Also am Anfang und in der Mitte und am Ende ist es identisch, weil wir haben ja keinen Halbkreis. Ja? Da gibt es nichts zu tun, das ist schön. Nur, dass wir in der Mitte und am Ende
mit dem vorherigen Buchstaben, beziehungsweise in der Mitte auch mit dem nächsten Buchstaben, verbinde. Das heißt, die Schreibweise ist immer das gleiche. Also Anfang, Mitte und Ende. Wir haben unser Po. Und dann kommen wir in der Mitte von einem vorherigen Buchstaben und schreiben schon wieder unser Po. Und am Ende das gleiche. Wir kommen vom vorherigen Buchstaben und schreiben, entschuldigt, vom vorherigen Buchstaben und schreiben unser Po. Mal ein Beispiel. So. Wer liest? Ja? Fatha ist ein bisschen zu hoch. Das To nochmal. Ein stärker. To. Nein, nicht To. Gut, dass du das so gesagt hast. Bitte kein O. Kein To. 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 Das O, dann immer den Mund zusammen. To, nicht To. Ja? To. Nochmal. Tri. Tri. Und hier, besonders bei der Kasra, also mit dem Strich unten, da machen viele den Fehler, dass es ein T wird. Ein T wie Ta mit Kasra. Ja, wie Ta mit Kasra. T. Soll es nicht sein, sondern ein Tri. Tri. Nicht T. Tri. Was ist der Unterschied? Bei Ta, da drückt die Zunge. Also du musst spüren, die Zunge drückt gegen die Zähne. Ta. Also du sagst den Ton nicht sofort. Du legst die Zunge an die Zähne an. Bei Ta kommt der Ton sofort. Mit der ersten Berührung. Ta. Ta. Tu. Ti. Das soll die Zunge sein, ja? Bei Ta ist es nicht, sondern ich drücke zuerst. Ta. Und dann kommt der Ton. Tu. Tri. Ja? Also drücken und Ton raus. Ta. Tu, tri. Aber wenn ich, sobald ich berühre, den Ton raus sage oder ausspreche, dann wird es ein Ta. Ta, tu, ti. Das ist es nicht. Ja, sondern Ta, tu, tri. Bitte. Ta, tu, ti. Ein bisschen mehr drücken. Ta, tu. Ta, tu, ti. Na, das war ein Ti. Tri. Ja, genau. Da darf keine Luft rauskommen. Du machst tri, t, 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 da ist Luft. Das, durch das Drücken kommt keine Luft raus. Tri, tri, wie so ein Vakuum. Ja? Das ist Tee, das kannst du nachher trinken. Tri, tri. Okay, also so wird es verbunden, ja? Oder zum Beispiel mit anderen Buchstaben. Sieht man das noch? Ich mach's mal hier. Khalil, bitteschön. Sehr schön. Hier nächstes Wort. Sehr schön. Ru, ta, bu. Hier seht ihr, nach Ra muss freigelassen werden. Rutab, was ist Rutab? Frische Dattel. Frische Dattel, mashallah. Okay, das ist ta. Kommen wir zu wa. Gibt es eine Frage bis hierhin? Wa haben wir ja gesagt, genauso wie Ta. Ich fange auf der Linie an, gehe hoch, mache meinen Halbkreis und zurück und ein Punkt. So. Das heißt, wenn wir dann zusammenschreiben, dann hänge ich hier das nächste Wa dran und am Ende ist es genauso.
Ja, also bei Wa wie bei Ta gibt es keine Änderungen. Weil es hat ja keinen Halbkreis, den man zuerst wegmacht und dann wieder dran macht, wie bei Saad und Bad oder Jim und so weiter. Also, dann wollen wir das mal nochmal lesen. Ja? Wa, wo, ri. Genau. Dann machen wir mal irgendein Beispiel. Ja, es muss nichts heißen. Einfach nur drauf losgemixt. Ja? Genau. Vri, ju, ze. Okay? Dann würfen wir noch mal ein paar. So. Nochmal. Wa, schön die Zunge raus, ja? Ja? G, sehr schön. Dann machen wir nochmal ein. Das ist auch so ein Zungenbrecher. Ja. Thu, shav. Shav. Sehr gut. Thu, shav. Also bei der Rezitation, also wenn man die Rezitationsregeln lernt, dann achten wir natürlich mehr auf die Aussprache, dass man da jetzt nicht Thu, sha, dass man immer noch sha sagt. Warum neigt die Zunge ein A draus zu machen, weil danach eben dieses Wa dunkel ist, also so stark ist. Und deswegen von sanften Buchstaben zu starken Buchstaben gibt es ein paar Fehler dann. Ja? Dass man sagt, Thu Shav. Ja, es heißt aber, oder man macht beide sanft. Thu Shav. Ja? Aber richtig ist, Thu Shav. Ja, das braucht aber Übung. Jetzt bei den Buchstaben lernen ist nicht so schlimm. Ja, Thu Shav. Ja? Nochmal? Thu Ti'ahu. Sehr schön, sehr schön. Thu Ti'ahu. Das ist also ein, ja, da muss man von dem sanften Tu zum starken Pa. Tu, tri, tu, tri. Ja? Sehr schön. Gut, also das war Wa. Jetzt üben wir nochmal das mit dem Sukun, mit allen anderen Buchstaben. Das war ja die letzte Vokalisation, die wir hatten. Ja? Dann fangen wir nochmal an mit Wörtern, die wir bereits hatten. Wer liest? Was denn war? Ohne ganzen Romane vorher und nachher. Einfach den Buchstaben bitte. Und zusammen bitte jetzt. Rajab. Ja, Rajab, wie dieser Monat jetzt, Monat Rajab. Was hatten wir noch für Buchwörter? Kannst du mir sagen, was wir diese Woche... Hast doch im Handy. Guck mal. Also, bis dahin. Wer liest das? Ja? Ja. Yeah.
Shajar. Sehr schön. Shajar. Shajar. Jetzt machen wir irgendeine andere. Nee, machen wir nicht. So, muss nichts heißen. Wer kann das? Ja? Ze. Was ist das? Bitte? Bord. Das ist ein Bord, also? Genau. Zebob. Ja? Bitte? Nee, sag mal vor. Oder willst du es schreiben? Nee. Dann gib mal, zeig mal. Mhm, sehr schön. So. Wer liest? Mach du mal. Sehr schön. Dirsu. 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 Ja, sehr gut. Was haben wir denn noch? Bitte schön. Ja. Ja. So, was? Was ist denn das für ein Buchstabe? B. Genau. Also? Ja. Sehr schön. Sabr. Mashallah. Sehr schön. Bitte schön. Barakallahu. So, jetzt mischen wir mal ein paar Buchstaben einfach so drauf los, ja? Ich nehme von jeder Gruppe Buchstaben einen Buchstaben. So. Dann wollen wir mal. Ja, dann fangen wir einfach mal an. So, so einfach kann man Wörter erfinden. Bitte schön. Ja. T, Ju, Ve, Ri, Sha, Shu, ja, das soll ein Sa sein, ja. Da habe ich ein bisschen zu viel. Ja, Sa. Sehr schön. Nochmal. Bitte schön. Nein. Ja. Nein, ohne Punkt. So. Sehr gut. So, das Ganze umgekehrt jetzt. Da fehlt so ein Häkchen, ne? Hat keiner gemerkt. So. Thank you.
Hi? Ich hab doch hier schon Shin. Was fehlt jetzt da? Punkte auf dem Sin. Aber ich habe doch schon entschieden. Nicht das gleiche Wort. Es ist doch nicht das gleiche Wort. Ich habe doch nicht gesagt, also ich meine nicht das gleiche Wort, sondern die gleichen Zeichen. Ja, also ich benutze die gleichen Zeichen, aber eben umgekehrt. Aber natürlich andere Buchstaben. Anstatt war eben das andere, anstatt zar eben das andere, anstatt schien eben das andere. Versteht ihr? Kapisch? Sehr schön. Also, ja, hier. Nein. Ja hat doch eine Welle. Se. Du. Kein Punkt. Sehr schön. Also, nochmal. Wer macht's nochmal? Ja? Duhi? Sehr schön. Also, Ta, Du, Si, Se, Du, Hi, Fa. Habe ich das vorgelesen oder nicht? Machen wir es mal nochmal. Ti, Ju, Ve, Ri, Shu, Sa, Vi. Okay, keine Angst, solche Wörter werden euch nie wieder begegnen. Ja? Also, ich meine, wenn ihr was lest. Aber das ist ja nur zum Üben gedacht. Und besonders, damit ihr es auch leicht habt, selbst zu üben. Mischt einfach drauf los Buchstaben. Wie gesagt, ihr kennt ja jetzt diese Gruppen, diese ja, Dreier-, Vierer-Gruppen, beziehungsweise Zweier-Gruppen, die identisch geschrieben werden. Immer von jeder Gruppe einen Buchstaben rausnehmen, mit dem anderen, von der anderen Gruppe verbinden, so wie ich es gemacht habe. Und dann einfach drauf los vokalisieren und ablesen. Ja? Hier kannst du jetzt schon. Wenn wir fertig mit den Buchstaben sind, lernen wir auch ein paar Sätze zu lesen zusammen. Inshallah. Also dann versuchen wir mal aus dem Koran zu lesen. Ziel ist ja, dass wir den Koran lesen. Ja? Dass wir dann tatsächlich, inshallah, aus dem Koran lesen, bi'ibnillah. Gut, also noch einmal bitte übt. Ja? Also diese Vorträge reichen nicht aus, um es gelernt zu haben. Ja, diese Vorträge geben nur die Theorie, aber das Üben müsst ihr tagtäglich machen. Also tagtäglich, wenn es nur 10 Minuten sind, Viertelstunde, immer ein paar Buchstaben aufschreiben, ablesen. Ein paar Buchstaben aufschreiben als Wörter, ablesen. Und natürlich wiederholen. Wer wiederholt das Alphabet? Ja? Sehr schön. Nochmal, wer macht das? Ja? Alif, Ba, Ta, Fa, Jim, Ha, Ha, Dal, Dal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sa, Ba, Ta, Ba. Sehr schön. Wer macht's umgekehrt? Nein, nein. Hast du schon Shin Sin gesagt? Okay. Den. Na? Ja, ja, okay, weiter. Herz, Jim, Fer,
Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Das könnt ihr einmal die Woche machen. Ja? Das müsst ihr jetzt nicht jeden Tag machen. Okay, sehr schön. Wie letzte Woche schon bereits erwähnt, werden wir auch immer wieder mal eine neue Vokalisation lernen. Wir hatten ja bis jetzt die Sukun, üben wir das jetzt erstmal nochmal, bevor wir zur nächsten Vokalisation kommen. Ich mache noch ein Wort. So ein gruseliges. Aber mit Sukun auch. Bitte? Ja. So. Ja, das ist schon Zungenbrecher. Bitte schön. Nochmal lauter, bitte. Heißt es bei euch irgendwas? Könnte es sein, oder? So. Also nochmal, wer, ja? Was war das? Das ist was? Was ist das? Das ist kein Ta. Ja. Ohne Punkt. Genau, inshallah. Okay, also nochmal. Tach, wir, Schuss, Tri. Okay? So, das gleiche jetzt nochmal, aber irgendwie gemischt. Was fehlt denn noch? Machen wir mal nur das. So. Bist du? Jude bist du. Ja. Also. Jude. Jude bis. Wörter, ja. Und Buzz. So, jetzt genug aber. Das nächste, was wir lernen, ist eine Vokalisation, die eigentlich keinen neuen Vokal bringt, sondern einfach nur, ja? Nein, nein, nein. Was meinst du mit? Ah, nee, nicht die Verlängerung. Was bleibt jetzt übrig? Genau. Also einfach nur, dass ein Buchstabe verdoppelt wird. Ja? Das kennen wir auch im Deutschen. Anstatt dass du Hammer sagst, sagst du Hammer. Ja, dieses Hammer. Oder was? Doppelte. Das eine ist SCH, das andere ist ST. Ist ja nicht der gleiche Buchstabe. Bitte? Messer. Verreisen. Ja? Zum Beispiel, ja? Sonst noch Buchstaben? Himmel. Himmel, genau. Also gemeint ist das, dass die Buchstaben verdoppelt werden. Im Deutschen schreibst du den Buchstaben zweimal. Himmel, da schreibst du H-I-M-M-E-L. Ja? Oder Messer, M-E-S-S-E-R. Einfach den Buchstaben zweimal schreiben. Im Arabischen machen wir das nicht.
sondern anstatt dass wir diesen Buchstaben zweimal schreiben, ja? Genau, wie sieht das aus? Ja? Wie ein kleines W. Okay. Oder der Kopf von einem Sin, aber klein gemacht. Genau, sehr schön. Also zum Beispiel, also hier sehen wir, das ist ein Ta und hier das Zeichen über dem Ba. Und das Zeichen wird immer unter der Vokalisation, was heißt immer, also meistens unter der Vokalisation geschrieben. Okay? Also merkt euch, die Vokalisation, darunter wird dieses Zeichen geschrieben. Dieses Zeichen nennt sich wie? Shadda. Shadda. Ja, dieses kleine Sin, kleines W, wie ihr wollt. So, wie heißt das Wort jetzt? Ja? Genau. Anstatt, also wenn dieses Zeichen nicht da wäre, würde ich ja sagen, Tabet, Tabet. Aber hier, durch dieses Zeichen, verdoppel ich das B. Der Buchstabe vorher wird kürzer gesprochen, wie anstatt, dass ich sage Himmel, sage ich Himmel. So auch hier, Tabet. Tabet, als ob dieser Buchstabe zweimal geschrieben wurde. Okay? Also, machen wir mal. Jeddu. Anstatt dass ich sage Jeddu, ohne diese Shadda, würde ich sagen Jeddu. Jeddu. Mit Shadda wird es verdoppelt. Jeddu. Okay? Und damit wir alle Buchstaben eben können, machen wir jetzt alle Buchstaben mit Shadda. Und da ich das schon hier geschrieben habe, ich mache mal die Vokalisationen verschieden. Wird es ein bisschen undeutlich, aber ich hoffe, ihr könnt es. Und wir nehmen einen Hilfsbuchstaben wieder Elif, so wie bei Sukun. Wir hatten Ab, Ad, F, Edj, Ach, Ach. Jetzt nehmen wir Elif, ich schreibe es jetzt nicht auf, ja, aber ihr wisst es. So, das heißt, wie wird das ausgesprochen hier? Mit Elif vorher, also so wie das hier jetzt, ja? Wie dieses Ding da. Ab. Attu. Wir stellen uns ein Elif vor hier mit Verteiler. Attu. Effi. Edja. Das ist so eine Fetha. Edja. Ahi. Achu. Das ist nicht Achu. Nicht Achu. Achu. Ja, also man muss schon hören, dass es zwei Buchstaben sind. Achu. Achu. Der erste Buchstabe hat ein Sukun. Also wenn wir das ausschreiben würden, bleiben wir bei B. Abba. Das ist was? A. Erster Buchstabe Sukun. Zweite Buchstabe Fetha. Das bedeutet diese Shadda. Diese Shadda bedeutet, ich habe hier zweimal B. Erste B ist mit Sukun, zweite B ist mit Fetha. Deswegen sage ich Abba. Abba. Und das gleiche ist für alles andere. F, Fi. F, Fi. Aber ich mache keine Pause, sondern verbinde. F, Fi. Edge, ja,
guck mal die Verbindung. Aber ich mache keine Pause, sondern ich verbinde. Adja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Achu, ja? Adda. Adzu. Arri. Azza. Assa. Asha. Assu. Addi. Und jetzt machen wir Fa und Wa noch mit Fatha, mit Shadda. Atta. Addu. Ist das klar? Noch jemand? Bitte schön. Nicht da. Da. Adda. Addu. Nochmal. Azza. Assa. Asha. Assu. Addi. Atta. Addu. Sehr schön. Okay. Machen wir jetzt wieder mal ein Wort mit diesen Buchstaben und Vokalisationen. Jurrib. Jurrib. Ohne Shadda, wie wird es ausgesprochen? Jurrib. Ohne Shadda, Jurrib. Mit Shadda, Jurrib. Also auf dem Buchstaben ein bisschen bleiben. Jurrib. Nicht übertreiben. Jurr. Ja? Aber auch nicht zu schnell. Jurrib. Jurrib. Ja? Einfach. Na, fällt doch was ein. Ja, und jetzt zusammen. Nochmal was, wie am Ende? Nee, Schuh, Schuh. Nein, du sagst Ter, Schuh, Du, aber das wird doppelt. Also Schuh muss kurz ausgesprochen werden. Du musst von diesem Buchstaben zu diesem Buchstaben sofort. Nein. Nein. Nicht Tashudu. Ja? Nochmal? Nein? Genau. Tashudu. Tashudu. Nicht Tashudu. Sondern hier von diesem Buchstaben auf dieses Dal. Tashudu. Ganz kurz dieses Schied. Nicht Shudu. Shudu. Shudu.
du. Should du. Okay? Immer ganz kurz, damit die Shadda auch gehört wird. Ja? Rabbu, Rabbu, nicht Rabu, Rabu, sondern Rabbu. Ja, also das Ra ganz, ganz kurz, also der Buchstabe vorher immer ganz kurz, sofort zum nächsten. Und wie erstmal sukuniert, als ob dann Sukun ist, wie ich hier gesagt habe. Rabbu, natürlich mit Bamma jetzt hier. Oder wenn es Fetha wäre, Rabba, Rabbu. Bu, ja? Ne, das haben wir nicht. Ja? Sabbara. Sehr schön. Sabbara, nicht Sabbara. Ba-ra. Nein, sondern ganz kurz von Sa'd sofort auf Ba. Sabara. Und nicht Sabara. 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 Okay? Hm. Ja. Ruchisa. Ru und Kha mit Shadda. Ruchi. Ruchisa. Ruchisa. Ist das klar? Gibt es eine Frage hierzu? Ja? So wie Abbalin. Ja, also du sagst, es gibt eine Verlängerung und dann Shadda, das werden wir dann noch sehen, wenn wir die Verlängerungsbuchstaben durchgenommen haben. Ja? Du wirst trotzdem verdoppeln, wie bei Abbalin. Du sagst nicht Balin, sondern Lin. Du bleibst ein bisschen auf diesem Lernen. Ja? Nach was? Also, Ra mit einer Sekunde Verlängerung und danach kommt ein Verskund. Was sagt man da? Rabe. Meinst du sowas? Ja, ein Buchstabe, der wird verlängert mit Elif, meinst du? Und dann kommt ein Buchstabe mit Sukun. Ganz einfach. Rabe. Wie zum Beispiel Murtab. Tab. Okay. Also das mit den Verlängerungen, das werden wir noch sehen, insha'Allah ta'ala. Also bitte, Übung, Übung, Übung. Wie gesagt, würfelt einfach die Buchstaben zusammen. Ja, ich mache jetzt mal auch wieder so ein Ungetüm. Fehlt einer. Ah, nee, doch richtig. Ist das ein Nun da? Nun haben wir noch nicht. Wo? Ganz rechts unten. Ah, nee, das war vom vorherigen Buchstaben. Ja? Ah, dann, mashallah. Okay, ich schreibe das nur auf, das ist dann Hausaufgabe, ja? Okay, das ist die Hausaufgabe, inshallah, für nächste Woche.
Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.